So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic Sith Krieger. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben beim Asyl, ne? Und wir sollen uns jetzt irgendwie zur Freizone begeben. Erstmal mache ich folgendes. Ich blende das hier mal aus. Schleiderinnerung brauchen wir noch nicht. Hallo Dark Knight. Schön, dass du da bist. Jo, da würde ich... Wie, ich kann hier kein Transportmittel nutzen. Ah. Wieder diese schönen Phasen, wo einfach mal nichts los ist. Haben wir eigentlich irgendwo ein Postfach hier? Das wäre mega toll. Wirklich mega toll. Postfach? Ah, da. Guck mal. Postfach, was haben wir denn schön? Blana Beniko, Update von T7. Ich habe soeben einen von T7 auf Sakul gehört. Was? Ich habe soeben von T7 auf Sakul gehört. Eher so rum. Agans Streitkräfte durchstreifen die Sümpfe, nehmen alle Verbannten, Gefangen und Toten. Jeden, der sich ihnen widersetzt. Wahrscheinlich befragen sie, weil sie davon ausgehen, dass uns einige von ihnen bei unserer Flucht geholfen haben. In der Nachricht von Sakul hört man nichts von alledem. Sie haben keine Vorstellung davon, wozu ihr Imperator wirklich fähig ist. Aber wir wissen es und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass er aufgehalten werden muss. Genau. Lana, du hast es gesagt und ich habe gerade schon wieder gesehen, dass wir schon 3 Millionen auf dem Char haben, Leute. Oh, guck mal. Und eine Kommandokiste, die wir noch nicht aufgemacht haben. Was ist denn da drin? Lass ich mal gucken. Hier, gucke mal da. Das können wir zum Beispiel mal gebrauchen und den Rest nicht. Ja, doch, die Tokens. Obwohl, brauchen wir die hier bei dem Let's Play Char? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme sie einfach immer mit. Falsch sein wird es wohl nicht. 210, 190. Du bist das 190er? Ja. Ja, so. Huch. Wenn man mal gerade auf den Chat guckt, läuft man gleich gegen eine Wand. So. Genau. Sehe ich auch so. Achso, ich kann ja immer noch keine Transportmittel nutzen. Mann. Er ist immer noch besser als der andere Kerl. So, hallo. Loading Screen. Ah, die Loading Screens dauern aber doch nicht so lange, wie ich dachte. Ich dachte, jetzt muss der Rechner ein bisschen mehr leisten wegen Stream und so. Aber es läuft alles verdammt flüssig. Gut, ich hatte es ja vorher schon mal ausprobiert. Ich bin jetzt froh, dass es auch weiterhin so läuft. Nicht, dass mir mein Rechner auf einmal sagt, nö. Jetzt lag ich. Jetzt bist du live, jetzt bist du richtig live. Und jetzt lag ich. Ja, komm. Lass mir Ruhe. So, weg. Ach, geh halt weg. So. Oh, ich habe übrigens neues Spielzeug. Für den Sith-Krieger. Also neues Spielzeug im Sinne von, Heilung. Müsste ich eigentlich mal wirklich, machen. Mich stört das hier gerade, dass das hier so überlappt alles. Es tut mir leid, Leute, dass ich das hier gerade echt ändern muss. So, speichern. Danke. Ah, das ist echt gerade nicht schön. Ne?
Huch, da ist ganz kurz meine Leiste von unten aufgeploppt. Sehen aber nur die Leute im Stream. Was muss ich denn hier machen? 1 von 4 Freizonen unterbossen. Ach, hier. Oh, ich bin schon nicht mehr hier gewesen, ey. Dankeschön. Hallo. Geh halt weg. So. Und in meiner... Ah, nee, ich habe was zu trinken hier stehen. Ich wollte gerade schon sagen, in meiner ultimativen Stream-Vorbereitung habe ich nichts zu trinken hier stehen. Nein, HK, mach Sachen. Der will mir Böses. Gut, dass wir HK dabei haben. Also ich wäre persönlich nicht drauf gekommen. Ihr? Also wärt ihr jetzt drauf gekommen, dass der was Böses mit uns vorhat? Sagt's mir mal. Weg. So, dankeschön. Wo ist denn jetzt eigentlich unser nächster Unterboss? Voll dran vorbeigelaufen. Komm, den holen wir uns noch. Den will ich jetzt nicht einfach stehen haben. Stehen haben, was? Stehen lassen! Wo ist denn der? Warte mal, wir müssen hier durch. Was? Ah nein, wir sind voll dran vorbeigelaufen, oder? Ja, ich schaue mir auch Star Wars Filme an. Also ich habe natürlich alle Episoden gesehen von Star Wars. 7 fand ich nicht so geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was habe ich noch gesehen? Rogue One natürlich, ist ja klar. Den fand ich dann schon wieder ein bisschen besser. Und serientechnisch habe ich The Clone Wars geschaut, genau. The Clone Wars war's. Habe ich die 6 Staffeln komplett durchgesuchtet. Und für alle würde ich sagen, schaut euch The Clone Wars an, wer es noch nicht gesehen hat. Auch wenn ihr schon alle Episoden kennt, von den Filmen her, aber da erfährt man doch immer noch so was, wo man dann sich so sagt, so ein Aha-Effekt. Also ich hatte so ab und zu auch mal so einen Aha-Effekt. Und, ja, und... Ach, hier ist unser Boss. Ach, guck an. Ich dachte, wir sind dran vorbeigelaufen. Dem war aber nicht so. Schön. Freut mich. Haben wir unseren, Bonus komplett? So, ja. Ich hoffe übrigens, der Stream läuft gut. Ich habe natürlich vorher getestet, aber wollte euch trotzdem nochmal fragen, die jetzt gerade im Stream rumlungern, wie der Stream so läuft. Ach, hier findet Tora. Hier muss sie irgendwo rumstehen, die Gute. So. Ja, stun mich. Stehe ich voll drauf. So. Oh, das ist super, dass alles flüssig läuft. Das freut mich. Yay! Super. Na dann gucken wir uns ja mal die Cutscene an.
Cutscene. Spielt keine Rolle. Das geht euch nichts an. Lasst sie gehen und es gibt keinen Ärger. Ihr habt meinen alten Rivalen Orgo ausgeschaltet. Dafür sollte ich mich dankbar zeigen. Aber das Mädchen hier wollte mich bestehlen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ihr verlangt 50.000 Credits für 100 Thermaldetonatoren? Das ist Diebstahl! Außerdem habt ihr meine Mutter beleidigt. Ich habe nur gesagt, dass sie hässlicher ist als ein Banter mit Lippenstift. Es ist keine Beleidigung, wenn es wahr ist. Meine Mutter ist gestorben, als sie mir einen Platz auf einem Flüchtlingsschiff nach Nar-Shaddaa gesichert hat. Ich bin als Waise aufgewachsen. Oh, mir kommen die Tränen. Willkommen im Club. Ihr seht, warum ich sie töten muss. Auf eurer Rüstung. Republikanische Sondereinheit. Der Chaos-Trupp. Damit habe ich schon lange nichts mehr zu tun. Ich würde das Zeichen ja übermalen, aber hier draußen ist es nützlich. Und ich weiß auch, wer ihr seid. Alle meinten, ihr wärt tot. Aber ich wusste es besser. Was haltet ihr von einem kleinen Kollegenrabatt? Ich kann euch alle möglichen Sachen besorgen. Aber zuerst muss ich diesen diebischen Abschaum aus der Luftschleuse werfen. Theorie. Es wird schwierig, ohne Arme etwas werfen zu wollen. Ohne Arme keine Kekse. Ja, ich habe ja gesagt, wir sind Sith, also eigentlich ist es klar, wofür wir uns entscheiden, ne? Ich bin ja alle nochmal als Jedi, ne? Ist ja jetzt nicht, ne? So. Wir werden uns prima verstehen. Ich schnappe mir noch die Thermaldetonatoren von dem hässlichen toten Kerl hier. Wir sehen uns später. Umleitung. Wir sollten weiter zum Treffpunkt mit Senja vorrücken. Ja, dann tun wir das doch sogleich. Ich habe übrigens, aber da müssten wir noch ein bisschen warten, bis wir so den Stream soweit famous gekriegt haben, dass wir ein paar mehr Leute sind. Die ja dann auch im Chat aktiv sind. Nichts gegen dich, Dark Knight. Dass wir wirklich ein Char machen, wo wirklich ihr entscheiden könnt. Die ganze Zeit. Das ist so ein Livestream-Char, ne? Dass wir irgendwann ein Char machen. Ihr könnt entscheiden, auf welcher Seite der steht. Ihr könnt entscheiden, was ich spiele. Gott sei Dank wisst ihr nicht, was ich überhaupt nicht spielen kann, weil ansonsten müsste ich das spielen. Und ja, auch die Leute, die es jetzt auf YouTube sehen, könnt ihr gerne mal schreiben in die Kommentare, und wenn ich dann so sehe, dass beim Stream immer so eine gewisse Anzahl von Leuten da ist, dann würde ich durchaus mal so einen kleinen Livestream-Char machen. Das wird er aber dann wohl erst, nachdem wir alle Chars durch haben, weil ansonsten ist ja doof, ne? Ansonsten wird er gespoilert, oder? Also, ich weiß nicht, ich würde es doof finden. Wir müssen hier runter. Hm.
soll. Ich habe 5 Jahre in einer Falle verbracht. Ich werde nicht nochmal in eine tappen. Ihr könnt jederzeit gehen. Aber wenn ihr die Hilfe meiner Verbündeten wollt, bleibt ihr. Wir sind schon so weit gekommen. Finden wir heraus, wie es weitergeht. Und in die Zukunft blicken können. Die Erben dienen Arkan nicht mehr. Ob sie euch dienen, wird sich jetzt herausstellen. Das Schicksal ist eine Erzählung, die uns die Macht zuflüstert. Doch bei euch schweigen die Stimmen. Wir müssen wissen, warum. Ich antworte, möchte ich noch mal ganz kurz auf den Chat eingehen. Der Dark Knight hat gerade geschrieben, dass es irgendwie schade ist, dass so wenig Leute da sind, obwohl ich über 1000 Abos hab. Ja, natürlich ist das schade, aber lieber Dark Knight, du bist da. Ich habe zumindest, ich weiß nicht, einen Zuschauer, der mit mir kommuniziert, und da lohnt es sich eigentlich schon für mich, diesen Livestream zu machen. Frustrierender wäre es jetzt für mich wirklich gewesen, wäre gar keiner da gewesen, wisst ihr? Und ich hätte wirklich niemanden, mit dem ich kommunizieren könnte. Das ist echt blöde. Klar, wenn es ein paar mehr sind, wäre das schon schön, aber gut, wenn es nur einer ist, dann mache ich das jetzt alles für einen. Ich meine, aufnehmen für YouTube tue ich ja sowieso nebenbei, und vielleicht die Leute, die jetzt auf YouTube sind, werden sich irgendwann auch mal zu einem Stream einfinden, und auf YouTube ist es ja so, dass man immer tote Abonnenten hat. Man wird nie die Aufrufzahl haben, wie man Abonnenten hat. Das ist auch bei den großen Let's Playern so mit 1-2 Millionen Abonnenten. Die haben auch nicht 1-2 Millionen Aufrufe auf die Videos. Weil zum einen interessiert sich nicht jeder für das Projekt, was man da gerade spielt. Ich sehe es ja bei The Walking Dead. Und zum anderen sind es auch viele tote Accounts, also von daher wollte ich nur mal ganz kurz angemerkt haben. Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Stimmen. Spürt meine Kraft. Mehr müsst ihr nicht wissen. Wenn wir euch bei der Rebellion helfen sollen, müssen wir wissen, welche Rolle ihr bei Arkans Niederlage spielt. Wir werden euren Geist und euren Körper testen, um den Schleier zu durchbohren. Ihr seid nicht der Erste, der mich auf die Probe stellt. Das wird anders sein. Ich verknüpfe mein Schicksal mit dem euren. Ich werde euch bei diesen Prüfungen bis zum Ende zur Seite stehen. Das Herz von Skyver ist voller Trauer. In ihrem Schmerz schlagen wir aus. Ich vermisse die alten Bräuche von Sakul. Solch ein Reichtum an Mythologien und Prunk. Verteidigt euch bitte. So, also jetzt gibt's auf die Nuss. Ach du meine. Naja, gut, passt schon, dass Senja auf Dings ist. Auf Heilung, aber mir wäre es doch lieber, wäre sie auf Schaden. Das müssen wir jetzt gleich mal ändern. Raus hier! So, vielen Dank. Wir haben die erste Prüfung bestanden. Es wird noch. Okay. So, jetzt darf ich aber was sagen, lieber Valkorian. Danke. Ja, Dagna, ich hoffe, du kriegst deine Tastatur wieder in den Griff. Nicht, dass du jetzt gleich nicht mehr mit mir schreiben kannst. Und ja, natürlich bin ich gut drauf, weil ich mache das hier nicht, um irgendwie Erfolg zu haben. Die ganze Sache mit YouTube und auch jetzt das Livestream. Ich mache das, um andere Leute zu entertainen. Und ganz wichtig, weil es mir Spaß macht, ne? So.